Herzlich willkommen zum zweiten Riff-Video. In Teil 1 war ich im Riff bei Saint-Pierre schnorcheln, hier befinden wir uns jetzt im Riff bei La Saline. Dieses Riff war weniger stark von dem Coral Bleaching Event in 1998 betroffen, was man alleine schon daran sehen kann, dass weniger abgebrochene Korallen zwischen den lebenden Riffbereichen liegen. Bei La Saline gibt es jedoch viele Seegurken, welche unter anderem dafür sorgen, dass Algen nicht überhand nehmen im Riff und sie lockern den Sandboden auf. Die Kofferfische hier in diesem Riff waren deutlich größer als die, die ich im anderen Riff gesehen habe. Außerdem habe ich einen Honigwaben-Zackenbarsch gesehen, der da an seiner Koralle herumgeschwommen ist. Und ein kleiner Schwarm von Seitenfleckbarben hat sich kurz blicken lassen. Hinter der nächsten Koralle hat ein ziemlich großer Schwarm der grünen Schwalbenschwänzchen gewartet. Die haben wunderschön in der Sonne geschillert. Unter diesem Korallenblock war ein ganz spannend aussehendes Etwas, vermutlich ein Drohnenkronen-Seestern, von dem ich nur die Arme gesehen habe. Anfassen sollte man sie nicht, die können Lähmungen hervorrufen und sie fressen Steinkorallen. Ein einzelner kann davon bis zu 6 Quadratmeter pro Jahr vernichten und trägt somit wesentlich zum Korallensterben bei. Thank you.
Ich bin so ganz entspannt am Riff entlang geschwommen und plötzlich war ich in einer braunen Wolke. Da hat sich wohl ein Tintenfisch bedrängt gefühlt und eine Wolke aus brauner Farbe hinterlassen. Ich habe mich so krass erschrocken, bis ich dann verstanden habe, was das überhaupt gewesen sein muss. Insgesamt war das Riff sehr flach, also über den Korallen war vielleicht eine 60 cm hohe Wassersäule. Das heißt, wenn man über den Korallen war, konnte man sich nicht großartig bewegen, sondern musste sich einfach von der Strömung treiben lassen, um nichts kaputt zu machen. Zwischen den Korallen konnte man aber auch stehen, da war das Wasser dann so 1,50 m oder etwas tiefer.
Zum Schluss kam ich noch an einer größeren Gruppe der Picasso-Drückerfische an ihrer Koralle vorbei. Wie auch schon am anderen Riff bestand der Strand auch wieder zu großen Teilen aus Korallenstücken verschiedenster Formen und Größen. Ich hatte sogar die Ehre, einen Buckelwal beim Springen zu beobachten und trotz meiner nicht sehr guten und alten Kamera diese tollen Bilder im Abendlicht festhalten zu können. Ich hoffe sehr, dass euch dieser kleine Einblick in die zwei Riffe der Vulkaninsel La Réunion gefallen hat und ich freue mich natürlich sehr über positive Bewertungen und Anregungen in den Kommentaren. Bis bald!